Oh Mann! Ja, den Pokekumpel mögt ihr nicht. Das habe ich mitgekriegt. Zwei Daumen runter, 50.000 Kommentare, dass Maddie ein Arschloch ist und dass er das nicht mehr machen soll. Ja, was habt ihr gegen den? Das ist so ein feiner Kerl. Guckt ihr den nochmal an. Ich mach den jetzt nochmal. Nö. Guck mal hier, Leerkanal. Da. Wird das eigentlich mehr? Oh, guck mal! Das sind ja noch viel mehr. Was sind TMs? Ein Item Select zuordnen. Das kann ich ja alles mal machen. Ich versteh's nicht. Ich würde mir lieber so einen angucken die ganze Zeit, anstatt zu sehen, wie ich hier durchs Gras laufe und irgendwelche Viecher kaputt hau. Da sterben auch nicht so viele Leute bei. Okay, es könnte sein, dass jedes Mal, wenn man den Pokerkumpel anmacht, irgendwo ein Kätzchen stirbt. Das kann sein. Das denke ich mal, ist auch ein bisschen sinnvoll. Also die logische Verknüpfung habe ich gerade in meinem Kopf und ich finde, das macht Sinn. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Meine Pokémon sind wie der Typ fühlt. Gülle sich. Gül. So, schwingen wir uns mal auf. Ach, guck mal da. Ah, das meinte er. Mit Select Items zu ordnen. Das ist ein geiler Typ. Aber. Oh Gott, nein. Ich habe jetzt gerade nichts, was ich da zuordnen kann. Wo sind denn meine Turbo-Treter? Ich dachte, du kriegst irgendwo noch Turbo-Treter. Das wäre doch mal geil, wenn wir jetzt mal Turbo-Treter. Nein. Turbo-Treter, stell mir vor. Die kannst du auch so, wenn du die auf dem Boden hast, stell dir mal vor, du hast einen Fuß so ein bisschen nach vorne und der andere nach hinten. Und dann reibst du so mit dem Turbo-Treter ein bisschen auf den Boden, lädst den auf und dann, puh, schnellst du damit nach vorne und kannst so einen Quapsel richtig schön in den Hintern treten. Das geht. Das fliegt bestimmt 10 Meter weit, das zeige ich dir. Mindestens. 10 Meter sind nicht viel, ne? 20. Da auch nicht viel, ne? Oh. 21. 21 Meter weit fliegt das. Ja, zeig ich euch. Oh, Cindy, du bist echt eine Gurke, weißt du das? Ich finde Cindy toll. Jeder sollte Cindy mögen. Cindy ist die Beste. Nur ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wo Cindy da die besten Attacken in dieser Edition da lernen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte sein, dass das noch ein bisschen dauert. Das dauert bestimmt noch lange. Sehr lange. Auch ein Gengar, moin. Der guckt auch so schmierig, ne? Ich habe jetzt übrigens zum gesetzten Ziel da erklärt, dass ich alle Mogelbaum in diesem Spiel umbringen werde. Ja, es gibt eine Mogelbaumpopulation und die muss alle komplett ausgerottet werden. Nö, ist nicht. Die werden alle weggesägt. Flöte erreicht Level 5. Ich weiß gerade aus dem Kopf auch nicht, wann die sich Flöte zu Quapuzzi entwickelt. Ja, nach dem Part kann ich ganz schnell nachgucken. Dann gehe ich mal eben auf PokeWiki und sehe dann, aha, Quapsel, Flöte, Quapuzzi, das ist so auf Level 75. Nee. So einfach geht er leider nicht. Aber Flöte selber ist doch voll die Flöte, das ist voll das Wie. Mit seinem... wie hatte JonTron noch zu Cheep Cheep gesagt? Blowjob Face, sowas ist es. Diese Lippen. Es gab mal so eine Captain Blaubeer-Folge. Und da hat Captain Blaubeer erklärt, wie er die Pommes erfunden hat. Und das war genau so. Da waren nämlich auch so Leute, die haben die ganze Zeit geguckt wie Quapsel. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. So. Es ist mir egal, wenn wir jetzt ein bisschen wenig Fortschritt in den letzten Parts haben. Und dieses Projekt wird auch unheimlich lange dauern. Das habe ich euch ja schon gesagt. So, guckt euch das mal an. Bericht. Da. Du kannst das wieder nur mit Pommes füttern. Dann sägst du so eine Pommes ab und dann packst du das da rein in die Fresse und dann ist das. Svenja hat einen ganzen Hort voll Quapsel. Auch wenn sie eher so auf Mondsteine und Psycho-Pokémon ist. Aber da hat sie eine ganzen riesen Sammlung von. Ja, Svenja, ne? Na, Venny, hab ich was gehört? Nö. Pommes! Ah, schon wieder so ein Vieh. Fühl dich hier wie zu Hause. Ich habe noch eins. Am liebsten würde ich ja 20 davon fangen, ne? Ich kann mir ja vorstellen, dass man die von hinten... Die sind bestimmt glitschig, die kannst du gar nicht packen. Sonst hätte ich gesagt, du kannst die da hinten an der Schwanzflosse da packen. Und irgendwie so voll im Schmack ist dann so als, weiß ich, Teppichklopfer benutzen oder so. Das ist bestimmt voll die Nummer. Ja, so würde ich die Dinger benutzen. Ich weiß nicht, wie ihr einen Quapsel einsetzen würdet. Nein, ich will's gar nicht wissen! Ich will's gar nicht wissen, als ich's gesagt habe, wusste ich, oh nee, kommst du schon wieder in die Abteilung? Nein, lieber nicht. Ja, ich will nicht wissen, was ihr mit euren Quapseln macht. Und womit ihr die vollpumpt. Nein, lass das wird mir lieber sein. Lass das Quapsel mit das. Ach. Das ist jetzt schon wieder zu viel. Wir haben es gerade 11:36 Uhr. Ich spiele hier.
Es hat mir übrigens jemand geschrieben, da war ich ja ein bisschen tricky, ne? Also, es war ja die Frage, so von wegen, hab ich mit Bruder drüber geredet, da haben wir Luigi gespielt, also Mario gibt's ab. Ist für mich Luigi, also jeder Mario-Hack ist mittlerweile für mich Luigi spielen, wenn man Luigi spielen kann. Dann ist das was anderes. Also, wir haben drüber geredet, dass es wäre ja das absolute Optimum für einen Let's Player, am Tag nur einen Part hochzuladen und den am gleichen Tag auch selber aufzunehmen. Mache ich gerade. Wir haben heute Montag, 3.3. Und ich nehme einen Part auf, um zu sehen, ja, weil ihr den Poke-Kumpel nicht mögt. Und den werde ich auch nicht mehr machen. Ich finde den Typen toll. Das ist ein Arsch, ich weiß. Aber warum mögt ihr den nicht? Der hat auch eine Daseinsberechtigung. Warum, Poke-Kumpel? So, blubbern wir mal, ein Barsch war voll. Boah! So stelle ich mir übrigens den Endgame-Fight vor. Ich kann mir vorstellen, dass da so Gary dann steht. Beziehungsweise Schalke heißt er ja hier. Der hat da so einen Barsch war auf Level 100. Und ich habe nur noch Verzweifler. Und so wird diese Edition dann ihr Ende finden. Ja, genau so wird das passieren. Es ist übrigens merkwürdig für mich, zwei Editionen hintereinander mit dem gleichen Interface zu spielen. Ja, gut, man hat immer so einen kleinen Gewohnheitsfaktor da drin, aber irgendwie... Ich hatte auch danach irgendwie vor, so einen Pokémon-Hack zu spielen. Da gibt es ja so viele. Also, dass wir dann nicht direkt in die neue Generation starten. Könnt ihr mal erzählen, was ihr davon haltet, ob ihr es toll findet oder nicht. Oder ob ihr mich scheiße findet oder nicht. Und ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ja, das könnt ihr ja mal machen. Mal ein bisschen Feedback an. So. Muss ich auch das machen, was ihr wollt und nicht nur das, was ich will. Wenn wir das hier das machen, was ich will, ne? Dann haben wir den ganzen Tag uns den Poke-Kumpel an. Haha. Und dann aber ohne Gnade. Das werde ich meinen Kindern später auch geben. So, weiß ich nicht, wie nenne ich die? Rüdiger und Leonidas, wenn es zwei Männer werden. Also dann sitzen Rüdiger und Leonidas da wie bei How I Met Your Mother auf dem Sofa und dann werde ich den schamlos hier einen schönen. Das ist bestimmt Blu-ray, gibt's da gar nicht mehr. Da gibt's dann irgendwelche Bilddiagonalen von so einem Stadion, hast du dann da. Und da kannst du denen die Arschhaare zählen, dem Pokémon. Aber du kannst dem Poké-Kumpel dann die Brusthaare zählen. Das ist auch so ein Asitoni, ne? Wie der da in seinem Hemd sitzt. Ich finde, der Poké-Kumpel ist wie, als wenn er so direkt aus dem Big Brother genommen wäre. Da gab es auch so Leute, die sahen genauso aus. Guckt euch mal die dritte Staffel von Big Brother an, da am Anfang. Da war ich, wie alt war ich da? 11? Als sie da, 10, 11, als sie das da neu gemacht haben, die erste Staffel kennt ja jeder, das war ja mit Zlatko und Jürgen und so weiter, das ist ja Kult, das muss man ja kennen, das geht nicht anders. Aber habe ich das jetzt gewonnen? Also die zweite Staffel, die war ja ein bisschen anders, da waren ja auch so Leute wie Harry dabei und dieses komische Mädchen, das da am Ende gewonnen hat, keine Ahnung. Da war ich bei meiner Großcousine und dann haben wir uns das Finale da angeguckt. Das ist ja auch scheiße. Warum machst du das? Das ist aber... ich verstehe gar nicht, warum wir das gemacht haben. Wir sehen die, weiß ich, viermal im Jahr und dann gehen wir da hin und gucken das Big Brother Finale. Da kann man noch was anderes machen. Wir müssen Backgammon spielen oder sowas. Oder Munchkin gab es damals so nicht. Hatten ja nichts. Oder... Ja, mein Vater ist sowieso nicht so für Gesellschaftsspiele. Außer 17 und 4, aber da bescheißt er. Da bescheißt er richtig. Der kann richtig bescheißen. Das glaubt ihr gar nicht. Gibt niemanden, der bei 17 und 4 so bescheißen kann wie mein Vater. Da können die ganzen Croupiers sein in Las Vegas Casinos, die können da alle noch was lernen, das sag ich dir. Der bescheißt richtig. Wo war ich eigentlich gerade? Das weiß ich nicht mehr, aber das ist gut. Ich fahre gerade ein bisschen hoch. Ich war beim Poke-Kumpel, aber was vor dem Poke-Kumpel war, habe ich keine Ahnung mehr. Ich war also beim Poke-Kumpel, der Assi-Typ. Nee, es geht... Ja, dann vor war hier simultan aufnehmen. Ah, ja, das wollte ich nur erzählen. Haha, wir machen... Das ist jetzt so Gesprächsception. Es geht immer so ein Gespräch und daraus entwickelt sich noch ein Gespräch und dann wieder von innen nach außen. Das ist eine Erzählperspektive. Das gibt es. Das machen einige Leute sogar. Es gibt Bücher, die machen das. Kennt ihr eigentlich noch was anderes als Hypnose? Würde ich es drauf ankommen lassen? Flöte? Roll. Ist so sauer, weil er nur Hypnose kann. Ja, ja. Das wäre aber auch scheiße. Das habe ich ja. Scully hatte ja das Problem, der hatte auch mal so einen Nuzlocke für sich selber gestartet. Und was kriegt er da als Starter? Ein Barschwarm. Moin. Ein kann nur Platscher. Außer du findest das mit Pokeregeln. Und die gibt es in diesem Spiel hier nicht. Aber zumindest nicht am Anfang. Als Starter-Pokémon.
So, Jupp, beweg deinen Arsch. Move your ass. Ja, meine ich ja. Das habe ich zum Beispiel bei Tales of Xillia ganz schlimm. Da werde ich ja nur bevormundet. Da ist immer, ja, Maddy, hast du bei so und so, du musst dann auch mal die Attacken so und so kombinieren. Ist viel besser. Ey, du hast anstatt so und so vergessen, jemanden anzusprechen, wovon man nie was gehört hat. Ich glaube, das hatte ich irgendwann mal erzählt. Was sei es im Gothic-Part oder ich glaube, es war im Gothic. Es geht mir ein bisschen auf den Zeiger, aber andererseits finde ich das schön, wenn ihr mir sagt, was ich machen kann und soll und will. Aber wenn ich zum 100. Mal lese unter dem Video, dass 25 Äpfel einen Stärkepunkt geben, ne, dann werde ich auch langsam sauer. Weil ich es auch im Video dann sage, ja, ich weiß, 25 Äpfel ein Stärkepunkt, das sage ich nicht am Anfang, vielleicht wird dann gar nicht mehr zugeguckt. Aber ich würde mich auch aufregen, ich weiß doch damals, als ich Giga geguckt habe, da war ich auch sauer, dass die Leute nicht spielen können. Da saß ich da, hab gedacht, was ist denn das? Die können ja gar nicht zocken, die wissen gar nicht, wie das geht, weil sie von Anfang an irgendwas vergessen, keine Ahnung, Metal Gear Solid gespielt und nicht gewusst, wie eine Auto-Aim geht. Weil sie haben es einfach nicht versucht. Cindy ist auch so ein kleiner Ruffy, ne? Die kann fressen, während sie schläft. Also die habe ich richtig aus dem Betonblock da in Ostberlin geholt. Die ist aus Marzahn. Ich weiß gar nicht, ob Marzahn Ostberlin ist. Keine Ahnung, ist mir aber auch vollkommen egal. Und dann habe ich zu Bruger gemeint, ja, man könnte ja eigentlich simultan aufnehmen. So gleichzeitig. Während man spielt, sofort so wie Livestream. Nur dann eben als Video auf YouTube. Und dann meinte ich nämlich, so, gucken wir mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt 14.16 Uhr. Und ich habe direkt abgepasst. Das ist ein Trick, ne? Ein Trick. Hab gesehen, wie weit die Aufnahme schon ist. Und ich weiß, wir laden immer um 14 Uhr hoch. Und dann habe ich gesagt, so, es ist jetzt 14.15 Uhr, 14.16 Uhr. Und dann alle so am Schreien, was? Es ist wirklich 14.16 Uhr. Wie funktioniert das? Tricken. Einfach nur tricken. So geht das. Ganz easy. Und dann so tun, als hätte man es wirklich gewollt. Als wäre da wirklich so eine gewisse magische Komponente dabei. So macht mein Vater das nämlich auch beim Bescheißen bei 16 und 4. Man merkt sich ja auch dann immer nur die Szene, wo es dann wirklich geklappt hat. Die Tausenden, wo er dann mal wirklich dann versucht hat zu bescheißen, es ging nicht. Dann, die merkst du dir ja nicht. Da sagt er ja auch nichts. Das ist immer so. Und das mache ich auch. Habe ich von ihm abgeguckt. Er sagt, dass er beschissen hat, wenn er gewinnt. Das tue ich auch ganz gerne. Das verwirrt die Gegner. Das haben wir ja beim letzten Livestream gesehen, wo wir Trouble in Terrorist Town gespielt haben. Wo ich böse war und das noch nie einen Hehl draus gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich bin böser Terrorist. Ich muss sie alle abknallen. Und wenn ich dann wirklich alle abknallen, dann denken sie, oh, der Maddy, der ist ja wirklich. Der erzählt ja nicht nur Scheiße. Und dann hast du den Überraschungsmoment. Aber da musst du dir so ein bisschen was aufbauen. Da musst du was aufbauen, das kann man nicht so. Wenn du jemanden triffst, den du zum ersten Mal mit dem spielst, dann merkst du das nicht. Dann zieht so eine Strategie nicht. Aber wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann geht das. Dann weiß man nämlich wirklich nicht, was der gerade hat. Deswegen ist es auch so böse, meinte Priest nämlich, mit mir Poker zu spielen. Weil ich eigentlich immer einen Affentanz mache um das, was ich da habe. Und deswegen weiß man nicht, ob der Affentanz jetzt echt oder falsch ist. Und so macht er das auch. Er sagt nämlich immer, wenn er gewinnt, ja. Ich hab jetzt 21, habe ich wohl beschissen, ne? Ja, und wenn das dann, weiß ich, wenn du einen ganzen Abend hast, spielst dann 2 Stunden und er hat das 4-mal gemacht, dann merkst du dir im Endeffekt ja nur, dass er gesagt hat, ja, ich hab beschissen und er hatte 4-mal 21. Mhm. Nur die ganzen anderen Male, wo er es nicht hatte, das ist egal, da erinnerst du dich im Endeffekt auch gar nicht dran. Aber du denkst dann, ja, er ist der Bescheißer vor dem Herrn. Und so müsst du es machen. So geht es richtig. So könnt ihr eure Gegenspieler dann richtig schön verwirren. Das ist zum Beispiel meine Theorie. Ihr könnt ja natürlich einen auch auf Steingesicht machen und euch nichts anmerken lassen. Dann genauso emotionslos darauf gucken, wenn ihr 21 habt oder 35. Geht gar nicht. Sagen wir mal 27, wenn ihr drüber seid. Das geht auch. Ja. Aber das ist nur ein Hundertstel so lustig. Das ist echt nur ein Hundertstel so lustig. So sieht man es ja in Trouble in Terrorist Town. Die regen sich alle auf, weil ich alles umgebracht habe da, ne? Ja, das ist... Tut mir ja leid so ein bisschen, ne? Du sammelst schlechtes Karma, so spielt man das Spiel aber nicht. Nee, ich spiele das Spiel so, wie ich das will. Und ein bisschen muss man ja auch... Vor allem im Livestream und so, Let's Plays, da muss man ja auch so ein bisschen... Schauspielern. Geht nicht anders.
Das Problem ist dann nur, wenn das nicht als Schauspielerei dann anerkannt wird. Wenn die Leute denken, ich sei wirklich so doof, dann kriege ich auch mal einen Rappel. Na, Maddie, bist du wirklich so doof und hast was vor 2 Sekunden gesagt, hast schon wieder vergessen? Ja, ich bin so doof, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts hier. Null. Deswegen, was für eine Quintessenz nehmen wir aus diesem Part? Ich habe euch, glaube ich, mit 50.000 Themen hintereinander, nebeneinander, übereinander, ineinander richtig schön verwirrt, während wir hier die Flöte ein bisschen aufgepumpt haben. Was nehmen wir weg? Also, erstens, nur weil jemand sagt, er wird bescheißen, heißt das nicht, dass er wirklich bescheißt. Zweitens, nicht alles, was ich sage, meine ich ernst. Drittens, ich möchte nicht 100-mal unter meinem Video sehen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Einmal reicht. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Jeden. Und viertens, manchmal nehme ich im Voraus auf. Das heißt, wenn ich dann bei Video 1 irgendwas falsch mache und bei Video 2 das noch nicht korrigiert habe, ne, dann tut es mir leid. Für euch vergeht dann zwischendurch ein ganzer Tag. Aber dann denkt ihr, Maddie, du hast einen Tag, wieso ist so ein Scheiß, warum machst du das nicht? Das verstehe ich will mir auch in den Tisch beißen. Weil mir ging's nicht anders. Also zumindest damals, als ich noch so in den Teenagerjahren war, da habe ich auch gedacht, der kann ja gar nicht zocken, ey. Was für ein Idiot. Und mittlerweile denke ich mir, ein Videospiel zu beherrschen, ist nichts, was der persönlichen Expertise eines Menschen zugutekommt. Ist es nicht. Nö. Gehst du auch nicht zum Bewerbungsgespräch, sagst ja, fragst du dich, was können sie denn hier so und so? Und sagst du, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, wo bei Gothic alle Münzen versteckt sind. Und dass man 25 Äpfel für einen Stärkepunkt essen muss. Und dann sitzt der da, der das Gespräch leitet und sagt, ja, ja, so und so, das ist super, das ist der Wahnsinn. Nehmen Sie sich einen Job, Einstiegsgehalt 3,5. Said no one ever. Gut, dann würde ich sagen, mit dieser Moralkeule, diese Verwirrung und diesem Scheiß, den ich mal wieder verzapft habe, ist kein Scheiß. Immer mal ein bisschen drüber nachdenken. Es ist kein Scheiß. Nur weil ich es ein bisschen polemisch formuliere, ist es nicht unbedingt sofort Scheiße. Entlasse ich euch jetzt in diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Also ihr seht mich nicht, ich sehe euch auch nicht. Warum sage ich das eigentlich immer?